Also jetzt fängt es an, richtig Bock zu machen. Also auf die olympische Saison, da freue ich mich jetzt richtig, weil jetzt geht's richtig ab. Also wir hatten uns von Anfang an vorgenommen, wir wollen hier gewinnen, nachdem wir auch den ersten Test schon gewonnen hatten. Und ja, das ist glücklich, dass es alles so relativ souverän geklappt hat, weil jetzt, es war ja kein Rennen jetzt wirklich gefährdet, dass wir nicht Erster werden. Und deswegen alles so umgesetzt, wie wir uns das von Anfang an vorgenommen hatten. Ich war schon aufgeregt vorm Finale, aber man hat es ja auch, es gibt ja auch Selbstvertrauen. Wir sind die Belastungen ja alle gefahren und wir waren, wenn wir die Belastungen uns zusammengerissen haben, waren wir auch bei den Belastungen immer vorne. Im Wesentlichen hat sich das hier jetzt am Wochenende bestätigt, was sich vorher schon gezeigt hat, in den Trainingslagern, bei unserem Vortest. Ich bin erstmal froh, dass alle überhaupt starten konnten und ihre Leistung bringen konnten, weil wir ja im Vorfeld ein paar Infekte hatten, auch jetzt. Also wir haben, glaube ich, eine ganz gute Stabilität. Was das jetzt international wert ist, werden wir erst sehen. Also es ist olympische Jahre und die stehen unter einem besonderen Stern. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir noch ein Stück zulegen müssen und stabiler werden. Das hat zum Beispiel durch die Infekte und durch die Krankheit hat das so ein Stück runtergezogen. Anderen und Felix sind anders gefahren als sonst. Ne? Sonst sind sie mal schnell raus und haben in der Mitte ein bisschen Durchhänger gehabt. Jetzt war eher so eine Defensivstrategie, also relativ verhaltenlos und dann zum Ende schneller. Das haben sie beeindruckend gemacht. Man darf aber nicht vergessen, die haben ja beide auch international Zweier-Erfahrung. Und gerade Felix war in Peking schon dabei. Und das macht einfach auch ein Stück aus. Also die Zweier-Erfahrung und die Fähigkeiten, Zweier zu fahren. Ich glaube, das einzige Plus, was man durch diese internationale Erfahrung hat, ist, dass man einfach cool bleibt, wenn man die nicht mehr sieht. Ne? Da muss man einfach drauf hoffen, so, dass man selber genug drauf hat, dass man sich die wiederholt. Ne? Das sind ja 2000 Meter. Und da können natürlich viele vorne raus oder hinten raus, fährt jeder, wie er will. Ne? Und man muss halt locker bleiben. So, ne? Man muss auf sich selbst vertrauen und das, was man kann, halt freisetzen. Die Gruppe ist insgesamt relativ dicht zusammen. Man sieht ja auch in den anderen Rennen, dass durchaus nicht automatisch ist. Also wir haben immer wieder eigentlich alle Boote ins Finale gebracht. Das ist ja schon über Jahre. Und ich denke mal, dass wir da auch eine gewisse Stabilität und Sicherheit im Trainingssystem haben. Aber nochmal, es geht jetzt international erst los und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir dann auch fahren. Wir sind da relativ befreit an die Sache rangegangen. Für uns war die Ausgangslage nicht ganz optimal. Wir hatten leider noch eine kleine Krankheit, beide, Richard und ich, konnten das letzte Wochenende nicht wirklich die Vorbelastung mitfahren. Waren froh, dass wir jetzt erstmal gut und sicher ins Finale gekommen sind und sind dann jetzt ganz befreit an die Sache rangegangen und haben einfach unser Bestes gegeben und dann haben wir geguckt, wo wir rauskommen. Und ich glaube, dass wir ganz zufrieden sein können jetzt mit der Silbermedaille. Es ist erstmal wirklich ein gutes Rennen gewesen. Wir sind damit zufrieden und unter den Umständen, glaube ich, auch ein sehr gutes Ergebnis. Und für uns ist natürlich jetzt eine gute Bestätigung und ich denke auch, dass es hoffentlich reichen sollte jetzt mit dem zweiten Platz, den zweiten Platz auch beim letzten Kleinboot-Test. Auf dem Ergometer sind wir beide sehr gut gewesen, also ich denke, dass wir da auch jetzt schon als erfahrene Ruderer hoffentlich auch unseren Platz im Achter haben. Die offizielle Verkündung des Achters ist am 28.04., da wird man es dann genau wissen, wie es dann weitergeht Richtung Europameisterschaften dann in Brandenburg.